Ich, ob ich nicht eventuell jetzt erst wieder online bin. Falls ich erst jetzt wieder online gegangen bin, gerade in der Sekunde, wo ihr das hier seht. Sorry, ich habe wahrscheinlich vergessen, auf Stream starten zu drücken, als ich das Streaming-Programm neu gestartet habe. Und das ist wahnsinnig intelligent. Oder der Stream hat sich auf einmal ausgeschalten, was auch möglich ist, aber unwahrscheinlich. Naja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe nichts Großartiges gemacht, außer mit dem Boot hierher zu fahren. Und jetzt warte ich mal kurz, ob ich sicher bin. Weil hier steht der Stream, auf zum Baron, vielleicht Witcher 3 ist jetzt online. Ich bin live, keine ausgelassenen Frames. Also wir sollten wieder online sein. Wie gesagt, vorher, wie gesagt, heute war alles heftig. Heftig bei der Arbeit, heftig beim Trainieren, was ich immer mache, und heftig vor allen Dingen jetzt hier mit meinem Computer. Gibt, wie gesagt, eventuell, falls sich jemand einigermaßen gut mit Computern und vor allen Dingen Windows 10 auskennt, kann mir jemand sagen, ob es hier die Updates immer noch gibt. Müsste nicht, aber es würde mich zumindest sehr positiv stimmen. Was steht denn eigentlich hier? Achso, hier sind Schnellreiser. Wollen wir nicht. Ich hoffe, du spielst dafür wenigstens länger. Viel länger wahrscheinlich nicht, aber ich mache nicht um 22 Uhr Punkt Schluss. Wie gesagt, ich möchte nur ganz kurz nochmal erzählen. Ich hatte es jetzt schon zweimal in den letzten paar Wochen, dass mein Computer einfach gesagt hat, ja, beziehungsweise ich bin am Tag arbeiten und lasse ihn beispielsweise irgendwie rendern. Und auf einmal sagt er, komme ich am Abend heim und der Computer ist neu gestartet. Die Programme sind offen, wie sie waren. Sie sind fertig, also er ist nicht, sobald ich gegangen hat, irgendwie runtergefahren. Aber gibt es in Windows 10 noch diese komischen Updates, wo dann aufploppt hier, hier tun sie vor allen Dingen, steht da nicht, aber hier, Windows Update, wenn sie keine Aktion ausführen, wird in 10 Minuten oder eine Stunde oder 4 Stunden, konnte man immer einstellen, im Normalfall war es auf 10 Minuten, glaube ich, standardmäßig, dann gibt es hier, Neustart und alle Programme werden halt neu gestartet. Gibt es sowas bei Windows 10 nicht? Ganz oben im Turm. Okay. Falls ihr mir die Frage beantworten könnt, saugeil, vor allen Dingen du Himmelhund, falls du Windows hast. Vor allen Dingen Windows 10. Wobei Windows 7 haben heute wirklich nur mehr die wenigsten. Ich war einer der letzten, der umgestiegen ist. Oh, und ich glaube, Kira oder Kaira haben wir gefunden. Ah ja, apropos. Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Du hast mich benutzt, das kann man so oder so interpretieren. Aber das ist, glaube ich, gerade interessanter. Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Das ist wahrscheinlich was, was ich verstehen würde, wenn ich Witcher 2 fertig gespielt hätte, aber jetzt kommt, glaube ich, auch langsam die Entscheidung, wie ich ja schon im Infovideo angekündigt habe, die das Ende beeinflusst. Wie gesagt, da ist Hilfe gerne gesehen, aber ja, Radovid interessiert sich nicht für eine Arznei, Radovid vergibt niemals, ich kenne den nicht, also... Ich weiß nicht, ob er sich nicht interessiert oder ihn ist niemals
verzeihen wird, aber... Ich sag mal, ene mene mu und raus bist du. Also du bist raus, also das hier. Radovid vergisst und vergibt nichts. Besonders, wenn es um Zauberinnen geht. Für mich wird er eine Ausnahme machen. Er muss. Ich habe etwas, das er will. Bitte, das glaubst du doch nicht ernsthaft. Und du glaubst, dass dich Yennefer irgendwann nicht mehr wie einen Köter an der Leine behandelt. Dass ich nicht lache. Ich gehe zu Radovid und berichte ihm von diesen Forschungsarbeiten. Ob du es nun willst oder nicht. Okay, mach, was du willst. Ist wahrscheinlich eine schlechte Option, nehme ich mal an. Das kann ich nicht zulassen oder das ist Selbstmord. Sollen wir... Ich bitte jetzt übrigens wirklich mir zu sagen, wenn diese Entscheidung kommt. Ich hoffe, ich würde so auch die gute Entscheidung treffen. Allerdings, das ist Selbstmord, das kann ich nicht zulassen. Das kann ich nicht zulassen, hört sich irgendwie so an, als würden wir in einen Fight kommen. Von daher... Keira, das ist Selbstmord. Sie werden dich an einen Pfahl binden und verbrennen, um die Moral des Volkes zu heben und es zu unterhalten. Halt für einen Moment den Mund und sieh mich an. Siehst du das? Bettwanzen, Geralt. Scheiß Bettwanzen. Ich, Keira Metz, Beraterin von König Foltest und Mitglied der Loge der Zauberinnen, habe Bettwanzen. Glaub, was du willst, aber ich werde keinen Tag länger in diesem elenden Sumpf bleiben. Nicht einen Tag! Ich werde den Ponta überqueren und deshalb werden mich Radovids Männer sowieso finden. Verstehst du? Ich habe keine Wahl. Ich muss verhandeln. Geh nach Kaer Morhen oder du erwartest Mitleid von mir. Ich weiß es schlicht nicht mehr. Das ist schlecht, weil... Ich muss sagen, ich traue mir fast nicht zu, korrektes Ding hier zu wählen. Aber ich glaube, das wird es noch nicht sein. Schlagen wir mal was vor. Ich weiß was Besseres. Geh nach Kaer Morhen. Du glaubst, dass ich dort in Sicherheit bin? Ja, solange du Lambert nicht sauer machst. Emir, Radovid, die können dich dort beide nicht kriegen. Luxus gibt es da keinen, aber immerhin saubere Laken. Das ist ganz schön weit, tief hinter der Frontlinie. Aber wenn ich im Wald bleibe, bis ich das Kestrel-Gebirge erreicht habe, müsste ich unbemerkt durchkommen. Also gut, ich kann dir wohl nichts abschlagen, Hübscher. Du weißt, was Frauen wollen und wie sie denken. Naja, ich weiß nur noch, ich hab's falsch gemacht. Ich kenne dieses Gefühl. Sehen wir uns in keinem Moin, bevor ich... Moment, was hat sie als letztes gesagt? Ich kann wohl nichts abschlagen, oder was? Bevor ich gehe, die Notizen nehmen... Ich nehme sie mit. Oh. Ach komm. Ja, schon. Aber bevor ich gehe, musst du mir diese Notizen geben. Schon gut. Nimm sie schon. Leb wohl, Geralt. Oder besser gesagt, bis bald. Ich glaube, ich habe sie mit den Medikamenten zu dem Typen geschickt. Und das haben wir jetzt... Das haben wir jetzt nicht, oder? Quest abgeschlossen. Wir schauen mal, ob da irgendwie eine Info steht. Weil wir haben jetzt die Notizen und wir haben gesagt, sie soll dorthin gehen. Also zur Hexerfestung. Also... Hör sie eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht an. Wo ist es jetzt? Wahrscheinlich bei bei abgeschlossene Quest, oder? Oh, das wird jetzt weit unten sein, oder? Turm voller Ratten. Was ist es denn? Wanderung im Dunkeln. Das ist Weißgarten. Weißgarten war es definitiv nicht. Okay, finde Keira. Geralt ertappte sie auf frischer Tat. Keira von ihnen näher von Hoxha ab.
abzubringen und sie stattdessen nach Kaer Morhen zu schicken. Ich glaube, wir werden es sehen in 500 Stunden. Ich hoffe nicht, weil wir werden uns heute tatsächlich zur Burg des Barons begeben. Ich wiederhole die Frage nochmal, weil sie mir einfach keine Ruhe lässt. Gibt es bei Windows 10 immer noch diese Updates, die einen Computerneustart machen, wenn man nicht gerade dabei steht? Oder kennt ihr sonst, warum ein PC einfach neu startet und alle Programme, die aber vorher offen waren, immer noch offen sind? Kann ich hier hochglitschen? Das wäre irgendwie geil. Oh, na, fast. Fast, aber nicht ganz. 500 Stunden. Ich habe irgendwie die... Ach Gott. Eine Info, die mich noch interessieren würde, ist... Kann man das hier machen? Wahrscheinlich, ja. Kann man in The Witcher... Kann man in The Witcher 3? So ist es. Kann man in The Witcher 3 eigentlich die DLCs immer noch spielen, wenn man das Hauptspiel durch hat? Oder ist, sobald die Endsequenz und die Credits rollen, dass man dann ein neues Spiel starten muss? Das würde mich mal interessieren. Ich nehme mal an, dein Türlich bezieht sich auf das mit den Windows-Sachen. Was aber echt komisch ist, wenn ich mal... Wir müssen jetzt eh reiten, also da wird eh nichts passieren. Was aber echt komisch ist, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, weil... Ich hatte das bis jetzt nur zweimal, was schon komisch ist. Und vor allen Dingen, ich hatte es bis jetzt immer, wenn ich nicht da bin. Also ich hatte es noch nie, dass wenn ich einfach... Was? Geh hier hoch. Gern Land, Geralt, bitte. Geralt, auch vielleicht da vorne. Vielleicht ist hier flacher. Ich hatte es, wie gesagt, bis jetzt... Was? What the fuck? Okay, vielleicht müssen wir irgendwo anders anlegen. Sagen wir... Hallo, danke. Hoch. Wobei, ich könnte versuchen. Das funktioniert so nicht. Okay, wir legen irgendwo anders an. Wo müssen wir überhaupt hin, von der Weltkarte her gesehen? Dann können wir vielleicht schon mal ein bisschen in die entsprechende Richtung fahren. Wir müssen... wir könnten rein theoretisch hier reinfahren, aber ich will eigentlich... Wir legen mal dort an, wo wir mit dem anderen Boot angelegt haben. Oh, gute Frage. Ich glaube, man kann alles spielen und muss sich aktiv für New Game Plus entscheiden. Das ist eh immer am besten, wenn das so ist. Okay, hier ist definitiv flach genug, um an Land zu schwimmen oder gehen. Alles klar. Dann Plötze. Bisschen plötzlich. Oh, Plötze spawnt im Wasser. Ist ja auch nice. Lauf, Plötze. Ja, wir geben uns mal so in die Richtung. Grob. Was? Nein! Ich wollte mit Plötze springen. Ach, du Fuckpferd. Immer noch ein Fuckpferd. Einmal Fuckpferd, immer Fuck. Plötze und ich wären, glaube ich, nie wirklich gute Freunde. So. Wenn. Also, es könnte natürlich. So viele Leute, die reden. Es könnte natürlich wirklich nur Zufall sein, dass ich genau bis dato, weil ich habe seit Oktober Windows 10 und habe halt nur in den letzten zwei Wochen zweimal so einen Neustart erlebt. Es könnte halt echt sein, dass ich einfach es aus Zufall, aus sehr großem Zufall heraus tatsächlich nur zweimal, als ich nicht da war, das gab und sonst nie. Wobei, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich bin meist... Plätze? Ich bin meistens tagsüber gar nicht am PC und lasse ihn meistens irgendwelche Aufgaben machen. Also von den
12 Stunden oder so, die mein PC am Tag rennt, bin ich sicher 5 bis 7 im Normalfall nicht da. Oder zumindest 3 bis 5. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, wie jemand, der wirklich den ganzen Tag einfach nur am PC steht. Oder sitzt eher, weil man steht ja tendenziell nicht am PC. Aber ja. Ich finde es trotzdem seltsam. So, aber begib dich zur Burg des Barons, das müsste hier sein. Langweilig wie Erbsen zählen. Okay. Du bist bleich wie Milch. Hier ist eine Schnellreisemarke, ich hoffe, man... Ja. Wir sollten gleich... Oh, da drin ist wahrscheinlich wieder auch jemand, mit dem wir Gwent spielen können. Nice. Das gefällt mir. Und vielleicht ist ja hier auch noch irgendwer... Glaubst du, dass das stimmt? In der Richtung... Ah, hier ist jemand, Händler. Wir können mal ein bisschen Stuff loswerden. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Oh, Gwind, ja, aber erstmal. Zeig mir deine Ware. Also, eine gute Partie Gwind kann man eigentlich nie auslassen, von daher. Das sind meine Sachen, genau. Das heißt, wir verkaufen erstmal die ganze richtig geschissene Rüstung. Das Elegante behalte ich erstmal. Aber hier, diese... Das kommt weg. Haben wir keine Handschuhe aktuell an, oder warum ist das so? Es kann echt sein, dass wir aktuell keine Handschuhe haben. Anhaben, meine ich. Wäre ein bisschen strange, aber... Aber möglich ist es. Aber... Ich habe doch die Handschuhe nicht raus... ausgezogen, oder? Bin ich dumm oder... Hab ich nie Handschuhe gehabt und habe die aufgesammelt und habe sie nicht angezogen? Nee, Handschuhe und Stiefel. Warum haben wir keine Handschuhe oder Stiefel an? Was? Warum? Hier plus 7. Wir haben auch keine Stiefel an. Kavalleriestiefel. Deswegen kriege ich immer so auf die Schnauze, wenn ich gegen den Werwolf... Deswegen habe ich beim Werwolf so abgekackt. Weil er einfach nicht Stiefel an hatte. Das ergibt doch wahnsinnig Sinn. Ja. Ich glaube, mit dem blutigen Maron... Ja, Makronen. Mit der blutigen Makrone. Jetzt habe ich Hunger. Schreib nicht falsch, ich krieg Hunger. Bist du endgültig aus dem Tutorial raus. Nice. Aber erstmal eine Partie gewinnt. Komm, laber mich nicht voll. Ich will Gwent spielen. Nee, kein Grund, sorry zu sagen. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Ah, der schaut uns schon so, ja, du wirst mir jetzt das letzte Hemd ausziehen, obwohl der Typ hat gar kein Hemd an, also wir können ihm nicht viel ausziehen. So, mal schauen, wie heftig der ist. Nahkampf, Belagerung, okay. Mit demselben Namen, das ist immer eigentlich eine Kacke. Und du bist einfach nur schwach. Ja gut, dafür haben wir jetzt eine Wetterkarte. Er gibt auch nicht so geilen Shit. Okay, wir sollten nicht mit allzu... Wobei... Wir machen mal das hier. Wir haben ja nur die zwei Belagerungskarten, von daher... Dann werde ich mal... Das hier war ja, glaube ich, hier... Wobei, Nahkampf auf 1, der hat ja nur 1. Fernkampf... Nehmen wir mal den hier. Mal schauen, was er jetzt macht. Aktuell würden wir gewinnen. Dann legen wir auch mal relativ gute Nahkampfkarte. Okay.
Okay, jetzt werden wir idealerweise den Fernkampf platt machen, weil da ist er deutlich besser als wir. Aha. Jetzt muss er eine Karte mehr legen. Das heißt, ich passe jetzt. Und jetzt muss er entweder eine Karte legen, genau. Aber er legt Fernkampf und dadurch ist Gleichstand. Das heißt, er hat jetzt nur drei Karten. Das heißt, wir brezeln jetzt einfach alles raus, was abgeht. Wir kriegen Karten, er allerdings auch. Was? Aber warum kriegen wir keine Karten? Ach so, kriegt nur der weniger Karten hat eine neue Karte. Okay, gehen wir, wie wär's mit... Wobei, was können wir? Wir können die Belagerung wegmachen. Und wir haben keine Belagerung. Ich glaube, das ist das einzig Sinnvolle. Und jetzt müssen wir einfach darauf hoffen, dass er nicht allzu starke Karten hat. Und unseren Nahkampf nicht effektiv blocken kann. Wobei, Nahkampf blocken ist hier immer auf beiden Seiten. Oh, dein Gegner passt. Ja, okay. Nur wir haben keine Chance mit einem einzigen. Das heißt, wir müssen das hier machen. Oh, jetzt haben wir beide zwei Karten. Ich glaube, das könnte schlecht ausgehen für uns. Das war wirklich schlecht. Oh, aber wir ziehen eine Karte. Geil. Ich bin auch am Zug. Wir müssen einfach hoffen, dass er nicht nochmal Belagerung blocken kann. Sonst bin ich echt gefickt. Oh, wir können seinen Nahkampf... Oh. Ich glaube, wir haben schon gewonnen, egal was passiert. Was? Ah ja, genau, wir können ja jetzt hier noch eine aussuchen. Aber die legen wir ja den Gegner, oder? Die legen wir jetzt dem Gegner, bin ich mir ziemlich sicher. Von daher legen wir die hier. Ne, wir legen die uns, aber ist egal. Dadurch sind wir jetzt stärker einfach. Ist also geil. Weißt du was? Egal. Fick dich. Wir haben trotzdem gewonnen. Nice. Und schon sind wir durch und haben... Also inzwischen bin ich echt gegen die nicht allzu starken, glaube ich, ziemlich gut dabei. Also ich habe zumindest... Du siehst aber gar nicht gut aus. Ja, danke für das Kompliment. Beweg dich. Und wo gibt es jetzt überhaupt noch Sachen? Muss ich erst mal schauen. Das war der Händler. Hier oben ist ein Lager. Okay, hier ist das Anschlagbrett. Und da ist wahrscheinlich auch der Baron. Das heißt, wir laufen wahrscheinlich genau in die falsche Richtung. Ja, geh aus dem Weg, Alter, einfach. Moment, hier geht's gar nicht lang. Okay, es geht nur in die Richtung. Himmel ist aber sehr hell. Um nicht zu sagen überstrahlt. Ja, was? Du musst aber aufpassen, bei Händlern und Spielern auch immer neue Karten kaufen. Ja, stimmt. Hat die gerade gesagt, was ich gehört habe? Hat die gerade gesagt, schieb dir einen Rechen in die Möse? Wie wär's mit einem Kugapfel? Ihr habt das zumindest so verstanden. Zeig mir deine Waffe. Genau. Erstmal schauen, ob du Gewinnkarten hast. Bist du eine Gewinnkarte? Ja. Kaiserliche Nilfgaard. Kaiserliche Nilfgaard. Okay, das heißt... Alter, das kostet aber echt gut Kohle. Können wir dir irgendwas andrehen im Gegenzug? Ja, zumindest vielleicht hier ein bisschen was. Hier so... Also nicht Xenogloss. Irgendwas, was viel Geld bringt. Hier so Puppen. Oder so ein bisschen was von dem.
Ja, ja. Wolfsfell. Die mehreren Spezialverbände, das vielleicht nicht. Blumen. Ein bisschen mehr Pelze und so. Bärenfell. Oh. Well. Habe ich jetzt gehandelt oder bin ich jetzt am... Nee, ich habe gehandelt. Okay. Geil. Klar, aber Karten sind viel wert und die nächsten Spiele werden nicht leichter. Ist ja tendenziell immer so. Leb wohl. Ja, ja, leb wohl. Ach, immer dieses Fass. Das hat doch irgendeiner der Entwickler absichtlich genau so hingestellt, dass wenn man von dem Händler nach rechts weggeht, man genau immer in das Fass läuft. Moment, hier ist falsch. Hier müsste... Ah ja, genau, hier geht's durch. Okay, wir sind da aber ordentlich heftig angegangen, wenn wir so das aufgemacht haben. Das hier erinnert mich übrigens, dieses Panorama erinnert mich so ein bisschen an Kingdom Come Deliverance, falls das jemand kennt. Halt! Wer ist da? Ich bin's. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst da. Ist nicht lange her. Ich dachte, du solltest brav deinen eigenen Weg gehen. Hab mich verlaufen, lebt wohl. Also wenn ich nicht so ein bisschen Angst hätte, dass das die Quest beenden könnte, würde ich fast das nehmen, aber nee. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Öffnet das Tor. Ja, ja, lassen wir sie mal in dem... Lass mir's. Adal! Der Hexer will den Baron sehen. Lass mir. Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Lassen wir sie mal in dem Glauben, dass das was bringt, die Überzahl. Also muss ich dir folgen, oder was? Folge dem Feldwebel. Hier ist nichts. Er nannte für dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten, uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Warum sagt ihr das so, als wäre es nicht wahr mit dem Anführer? Bin jetzt echt gespannt. Das wurde hier, der blutige Baron wurde mir von euch ja relativ als geile Quest präsentiert. Bin gespannt. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Hallo? Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Banausen! Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Banausen! Ist einfach nur geplappert, ich bin nicht zum Reden gekommen. Ich bin... Warum sind wir überhaupt nochmal hier? Ich dachte, ja, okay, der erzählt denen das einfach nur, aber ich habe echt keine Ahnung mehr, warum wir überhaupt hier sind. Kann ich von hier noch in... Ich kann hier leider nicht mehr in den Questlog schauen, in dem Bildschirm. Was echt ein bisschen doof ist, aber... Kann ich ja mal aufs Menü gehen? Na gut. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist.
Ach, ich weiß selber nicht, sorry. Wir reden drinnen. Kannst du mir dann sagen, warum ich überhaupt hier bin? Ich hoffe, wir können das jetzt nachschauen, weil ich will echt wissen, warum wir hier sind. Nein, es geht wieder nicht. Fühl dich wie zu Hause. Ich schaue immer zu Hause erstmal in mein Questlog. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Oh. Nee, komm, lass mal. Wobei, wir wollen seine Gastfreundschaft wahrscheinlich nicht auf die Probe stellen, von daher... Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Volltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Und Ex... Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Es ist grauenvoll, ein toller Ort, kommt zum Punkt. Also ich habe das Gefühl, das hier kauft er uns nicht ab. Das könnte ein bisschen erzürnen, also... Ich bin nicht gekommen, um über die Landschaft zu reden. Da machst du einen Fehler. Du bist ganz offensichtlich gerade erst angekommen. Die örtlichen Sümpfe und Moore sind wirklich sehr interessant. So schön. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Ich würde es gern weiter so durchziehen, weil... wenn er mir droht, droht er mir ja auch, wenn ich das nehme, weiter. Glaube ich. Komm endlich zur Sache. Ciri. Ihretwegen bist du gekommen, richtig? Okay, ja. Sie war also hier. Deswegen sind wir hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Da mache ich mich schon weg und jetzt ist immer noch Ladebildschirm. Okay, jetzt. Nee, jetzt immer noch nicht. Wie lange lädt denn das? Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Wir spielen jetzt Ciri. Okay. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Wenn du als Cirilla spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wirken. Kann ich wenigstens speichern? Okay, das kann ich. Dann speichere ich mal, würde ich mal behaupten. So. Aber ich kann trotzdem die Gwind-Karten sehen. Ich kann trotzdem Gwind spielen. Finde ich nice. Okay. Oh, das war knapp. Ich muss hier weg. Endlich mal ein bisschen was für die Augen beim Spielen. Weil Geralt ist vielleicht cool, aber... Moment, kann ich das... Moment, wie war nochmal der Trick gegen... Wow. Das machen doch die ganzen Spiele absichtlich, dass wenn man irgendjemanden spielt, man die Kamera nicht hier an irgendwas festmachen kann. Ja, genau so hier. Wobei, wir schauen auch so ein bisschen mitgenommen aus, muss ich sagen. Ja, es ist definitiv geil, Himmelhund. Definitiv.
Folge dem Flussbett und suche nach Hilfe. Plötze? Gibt's natürlich nicht. Oh, aber wir können Kräuter sammeln. Vielleicht ist es sogar wichtig, wer weiß. Und wo sind... Sie braucht Hilfe. Moment, aber jetzt... Was? Aber wir können irgendwie hier an... Ich glaube, ich... Au! Okay, die machen Gott sei Dank nicht viel Schaden. Nein, ich wollte ihn ausnehmen. Scheiße. Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ihre Stimme ist irgendwie seltsam. Im Sinne von, sie passt irgendwie. Also ich habe mir sie anders vorgestellt, als wir sie als Kind gesehen und gehört haben. Aber naja, an alles gewöhnt man sich, von daher. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Oh, das... Oh. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Also ein bisschen Hänsel und Gretel-Style. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Ich habe das gerade mit Osten, Rücken und so im Kopf ausgemacht und es stimmt. Also wäre auch irgendwie seltsam, wenn es nicht stimmt, aber ich vergewissere mich immer. Im Imrich vor allem. Wolfskönig? Ich meine, es wäre geil, wenn es einen Wolfskönig oder einen Wolfsgott gäbe, aber... Hä? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Ein fucking Werwolf! Schon wieder! Nein, nicht schon wieder ein fucking Werwolf. Wehe, wir kriegen den diesmal auch nicht hin. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Okay, Ciris Geschichte, der Wolfskönig. Können wir aber zumindest auf die Karte schauen? Können wir. Oh, nice. Okay, also wir sind hier. Hier. Und wo war das mit dem blutigen Baron? Das hier ist das mit dem blutigen Baron, oder? Ja. Hier sitzen wir gerade irgendwo. Also hier sitzt irgendwo Geralt.
Interessant. Das heißt, wenn wir jetzt nach Osten gehen, gehen wir in die Richtung. Das heißt, wahrscheinlich gehen wir zu dem oder zu dem Dorf. Vielleicht zu dem, aber unwahrscheinlich. Aber will ich nur mal kurz mehr anschauen. Okay, wir können nicht mit ihr reden. Oh. Folge Gretka. Oh, nee. Hilfe! Schnell, versteck dich. Ja. Alter! Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Und ich habe keine Zeichen. Und aber 100 Wölfe. Und ich habe nie mal was zu essen. Man muss es, glaube ich, mit dem Dodgen ein bisschen sinnvoller machen, wollte ich gerade sagen. Und Dodge natürlich falsch. Was? Ich dodge halt genau in den Biss von dem Faxi rein. Aufs Maul. Alles meins. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut. Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Wer ist Ciris Vater? Ist es Geralt eventuell? Wer weiß? Oh, wir sind auch wieder vollgeheilt. Nice. Den hier, genau. Folge Gretka, okay. Ich fürchte mich jetzt schon vor dem Werwolf. Oh. Schau mal. Da ist etwas. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Ist das etwa ihr Vater? Können wir jetzt alles nehmen? Schauen wir. Gehen wir mal von oben bis unten. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet? Geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh. Brust zerschmettert. Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Wie sieht die das? Also ich sehe nur, dass dem quasi untenrum alles fehlt und die Gedärme rauskommen. Aber gut, sie hat da wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Irgendwie kommt mir Ziege so ein bisschen... Wobei, gut, das ist ein kleines Kind, also. Aber trotzdem, sie kommt mir so ein bisschen... herrisch vor? Ist das das richtige Wort, wonach ich suche? Ich glaube schon. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbahn? Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel.
Onkel Wesemir. Cool. Aber das heißt, wir lernen jetzt, wie wir hier Werwölfe mit dem Teil töten. Das wäre echt geil. Kann ich irgendwie die Geschichte? Nee, ich komme nur auf die Weltkarte, aber nicht in die Geschichte oder irgendwas. Sammle Hunde-Petersilie. Nee, geht sofort raus. Sammle Hunde-Petersilie, okay. Das müsste ja das hier sein, oder? Nee, ist Wolfsbann. Aber davon brauchen wir auch, von daher. Ist das hier? Nee, Mistelzweig. Was war das gerade? Ich dachte, wir haben keine Zeichen, aber das war doch irgendwie ein Zeichen. Oh, nee. Hörst du? Hilfe! Versteck dich, rasch. Au, okay, ich bin ein bisschen mitten zu mittig im Getümmel. Au! Au! Achso, der ist schon tot. Ich brühe die ganze Zeit auf seine Leiche ein. Deswegen kriege ich es auf die Fresse. Weil ich mich nicht um die Lebenden kümmere, sondern um die Toten. Schicken Eltern ihre Kinder auf den Süßigkeiten hinterher? Die hast du aber zugerichtet. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Okay. Wo ist jetzt Hunde? Ist das Hunde-Petersilie? Ja. Den Rest haben wir, oder was? Ich glaube schon. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Okay, ist es jetzt schon drauf? Ich nehme es mal an. Ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Es ist 100% ein Werwolf. Also alles andere würde mich jetzt schon wirklich sehr wundern. Weil es ist wahrscheinlich nicht derselbe. Moment. Gretka ist aber, der ist nur oben. Was macht denn die? Achso, die. Wir haben uns zu weit von ihr entfernt, okay. Geh voran. Genau, Hauptsache das kleine Mädchen vorschicken. Was heißt geh voran? Wir gehen voran, es gibt keine Möglichkeit. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Oh, es ist doch dieselbe Höhle. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Was macht die da oben im Hintergrund? Okay, der Teil vom Fight war ja immer... Solange er sich nicht heilt. Wow. Das war easy. Warum kann es nicht immer so easy sein? Okay, das war jetzt ein Pushover. Mann, dem hast du es aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Ist das jetzt ihr Vater? Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff.
Ich konnte fliehen, aber Jahren. Die Kleine. Keine Details. Ich glaube, in der Welt, wo du jetzt hier aufwächst, ist es mehr oder weniger schon wurscht, oder? Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann. Der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Und das ist jetzt der blutige Baron. Mit Sicherheit. Aber ich fand das echt cool, dass wir sie spielen konnten. Es war jetzt nicht schwer, aber es war irgendwie cool. Und lustigerweise die Wölfe, die zweiten oder dritten, also die letzten Wölfe normalen, waren deutlich heftiger als der König jetzt hier. Der war... Warum kann es nicht mit Geralt so einfach sein? Oh, sind wir jetzt... Oh, wir spielen immer noch sie. Oh. Aber das ist beim blutigen Baron, oder? Ja. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Ganz schlechte Frage. Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Tsch, iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Er riecht ein bisschen schleimig. Schmierig. Schmierig, schleimig, egal. Ist alles dasselbe. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Ich weiß, was du willst. Ach so, Moment. Ja, genau. Was ist mit Gretka passiert? Erstmal die Sache, die nicht so wichtig ist, aber mich doch interessiert. Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Okay, mir fällt übrigens auf, die Handschuhe schauen so wahnsinnig scheiße an Geralt aus. Ich glaube, ich werde die in Zukunft ändern. Auch wenn wir vielleicht ein, zwei Rüstungspunkte verlieren, aber das kann sich ja echt kein Mensch antun. Was ich auch kein Mensch antun kann, ist das, was ich aktuell muss, und zwar auf die Toilette. Ihr könnt gerne schon mal reinschreiben in den Chat, was von den drei ich weiß, was du willst. Sag's mir, ist es wichtig, oder rede einfach nur, was ihr davon sehen wollt. Ich bin definitiv in einer Minute wieder zurück. Also.
Und da bin ich wieder, also auch mit Facecam. Hier, so. Gut. Alles klar. Dann, ich trinke nochmal einen ganz kurzen Schluck. Ja, ist, glaube ich, relativ egal, was wir sagen. Moment. Hier bin ich natürlich wieder weg. Okay, nice. Jetzt bin ich wieder da und jetzt ist auch alles mit Sound passt. Okay. Ich weiß, was du willst, sagst mir, ist wichtig. Ja, ich glaube, einfach nur Rede zu sagen, würde ein bisschen erzürnen, von daher... Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Ja, ich sehe, worauf das hinausläuft. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Was wahrscheinlich im Endeffekt nichts ist, aber... Oh, und wenn ich ablehne, hört sich gar nicht... fangen wir mal das. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Okay. Wenn dir auf der Straße einer entgegenkommt und der sagt, okay, gib mir 10 Euro, ich schwöre, ich gebe dir 15 zurück. Und du fragst, was für Sicherheiten habe ich? Und der sagt nur, du musst mir vertrauen. Oder eher. Ja. Ja, aber gut, wir machen's mal. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Das finde ich gut. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss erst mal wissen, wie sie aussehen. Tamara, meine Tochter, ist im Frühling 19 geworden. Schlankes Mädchen, reicht mir bis an die Schultern. Schöne Augen, grün wie die ihrer Mutter. Meine Frau Anna hat 40 Winter gesehen, was sie nie zugeben würde. Dunkles Haar, dick wie Teer. Sie trägt es als Knoten. Die Alte hört sich so ein... Hier ist auf einmal sehr leise, der Kamin. Die Alte hört sich so ein bisschen an wie Nanny Fine, falls ihr die TV-Serie kennt. Mit denen hier 40, aber sie würde es niemals zugeben. Sie ist 33. Und zwar schon seit 10 Jahren. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Oh, deutlich, ne? Ah. Ich sage ja, es ist immer gar gut, wenn man erstmal die Weißen nimmt, weil teilweise bekommt man da echt, vielleicht nicht allzu nützliche, aber irgendwie so ein bisschen menschliche Informationen. So, weil ich glaube, wenn ich nur das Gelbe durchziehen würde, würde man relativ schnell drauf kommen, so, okay, das ist jetzt einfach nur das, Questende. Aber so gefällt es mir ziemlich gut oder zumindest besser als... nicht die Nebensachen mitzunehmen. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Aber wahrscheinlich läuft es im Endeffekt genau darauf hinaus, oder?
tipp mal. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Wählen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Also alles wie immer. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Ja, außer man lässt sich nicht erwischen. An die Möglichkeit muss man auch immer denken. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an Ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut, aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Ja, das wahrscheinlich hat er irgendwie Angst, dass wir in ihre Unterwäsche schnüffeln oder so. Aber das traue ich eher dem als uns zu. Wobei, nach dem, was seine Ende letzter Folge mit Kyra passiert ist, also, das ist nur die Kerze, okay. Gut, Charakter hinzugefügt, der blutige Baron und Tamara Strenger und Anna Strenger. Das schaue ich mir mal an, ganz einfach, weil es vielleicht wichtig ist, Charaktere. Anna Strenger, wissen wir noch nicht, wie die ausschaut. Okay. Blutige Baron, okay, ja, Tamara. Also so von der Silhouette her und so schaut sie doch so ein bisschen wie Ciri aus. Wobei, die schauen alle so ein bisschen wie Ciri aus. Sind halt alles einigermaßen schlanke, junge Frauen. Die schauen halt nun mal so von, wenn du nur so einen Schwarz-Weiß-Umriss hast, alle so ein bisschen ähnlich aus. Ohne jetzt hier irgendwie sexistisch wirken zu wollen. Hier gibt's doch noch, hier, das ist doch hier drin, oder? Nee, das ist da draußen, okay. Ich sehe schon auf der Minimap. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Okay. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Also, das mit dem Hirschkopf, falls ihr die... Was, gestern oder heute? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, falls ihr bei Resident Evil 2 bei mir up to date seid, also wenn das am Sonntag auf YouTube kommt, dann war es wahrscheinlich schon ein paar Tage her, aber sonst prinzipiell würde ich sagen, dieser eine Polizeichef, den wir in dem Spiel kennengelernt haben, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig, naja, tierlieb, sagen wir mal. Und er ist genau, er ist noch creepiger als der Baron. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Schaut fast so aus, als wäre da ein Geheimgang, aber wahrscheinlich nicht. Oh. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Kerzenhalter aus Holz ist ja auch ein bisschen dumm, oder? Weil wenn die Kerze abgebrannt ist, brennt erst der Kerzenhalter, dann der Tisch und dann die ganze Burg, weil hier ja alles aus Holz ist. Okay, ich würde jetzt ehrlich gesagt sagen, wir nehmen das nicht, weil er gesagt hat, wir sollen alles so lassen, wie es ist. Es wird zwar hier nicht als Stehlen markiert oder irgendwie so, aber ich bin jetzt nicht ein Unmensch und so viel Kohle brauchen wir dann vielleicht auch nicht.
Ist jetzt meine Meinung. Ihr könnt gerne sagen, nimm alles, was du kriegen kannst, aber dann seid ihr dran schuld, nicht ich. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Ja, was? Achso, aus. Dass man immer alle Kerzen ausmachen kann, das verwirrt mich weil ich die ganze Zeit. Oh. Das ist also das, was da drüben hing. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Der Kasten hier? Du kannst alles nehmen und die Kohle ist wichtig. Dann trage ich dafür keine Verantwortung, weil ich würde das, wie gesagt, nicht machen. Ich habe kein Problem, irgendwelche Bauernsleute auszurauben. Aber wenn mir jemand schon explizit sagt, bitte lass alles so, wie es ist, weil die kommen oder hoffen wir bald zurück, da dann was machen, ist so der Schritt, den ich nicht unbedingt unternehmen würde. Da ist jedes Mal übrigens dasselbe drin. Okay. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Der Kampf, okay, also sie... Ich dachte nämlich bis gerade, wobei vielleicht, kann ja immer noch sein, dass sie einfach wirklich abgehauen sind vor ihrem schmierigen Vater und Mann. Aber ich meine, ich glaube, das hatten wir ja sogar schon mal hier in The Witcher. Bilde ich mir zumindest ein. Es kann auch sein, dass es irgendwo anders war. Verwechsel ich das mit irgendwas? Oh, ich weiß es echt nicht. Egal. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Wie einem Kerzenleuchter aus Holz, der eigentlich nicht so wahnsinnig schwer ist, aber... Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Geralt, du lässt nach, dass du das vorher nicht übersehen hast. Also, dass du das vorher übersehen hast. Nicht, genau. Oh, hier rüber. Hat der mich gerade angespuckt? Willst du dich nun umsehen oder nicht? Ja. Wer bist du? Es gibt sicher bei irgendwie den Leuten, die so nur sagen, irgendwie die Möglichkeit, es 10-mal zu drücken und dann sagen die was anderes. Würde ich zumindest machen, einfach so als geiles kleines Easter Egg. Alles meins. Und das ist auch laut euch alles meins. Oh, rostiger Schlüssel. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Okay, also ist das doch noch wichtig. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Familienangelegenheiten. Was? Moment, gibt es jetzt hier 2 Quests? Familienangelegenheiten. Ciris Zimmer. Oh, hier Ciris Zimmer. Hier in... okay. Okay, ja, das wird das Herz, das ist was anderes. Okay, das heißt, das Ciris Zimmer werden wir auch gleich machen. Aber erstmal machen wir das. Oh, die Mumen, ja, Triss. Achso, ja, genau. Okay, cool. Also, aber aktuell ist, was wir zu tun haben, noch ein bisschen übersichtlich. Solange wir nicht wieder 100 Nebenquests annehmen. Oh. Den lese ich mal vor, weil der ist sicher wichtig. Was der andere... Achso, Notizen Alexanders, genau, das hier, das hat uns Kaira ja übergeben, aber das habe ich, glaube ich, nur noch nicht gelesen, deswegen. Lol, hast du jetzt echt alles genommen? Junge, du darfst nicht so sehr auf mich hören. Ne, jetzt bin ich mal gespannt, was der Baron mit dir macht. Du hast vorhin geschrieben, du kannst alles nehmen! Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe gewusst, ich hätte nichts nehmen sollen!
Von nun an werde ich bei solchen Sachen auf meine Eingebung hören. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander, wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deine herumstochern könnte. Wir haben eine Regel, nie mehr erfragen, als jemand von sich selbst preisgibt. Also von selbst, ja, okay. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns. Nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit, gegen Perversionen und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. Das hört sich... Kann es sein, dass sie bei diesen Mumen im Buckelsumpf sind? Oh, Spaß. Okay. Alter Himmelhund, da hast du mich jetzt echt gehabt. Ich dachte jetzt ernsthaft, der Typ... Wenn ich irgendwie zu viel nehme, kriege ich dann auf die Mütze. Halt nicht im ernsten Sinn, aber halt im... Dass wir dann irgendwas nicht sehen, nicht hören oder so. Alter, ihr macht mich alle fertig. Gut. Was war noch hier? Achso, hier, gut. Hier lustigerweise geht es... Oh, hier war doch noch was. Achso, ja, okay. Aber hier geht die Duftspur einfach ins Nichts. Woher der Geruch kommt, um den Raum zu durchsuchen. Naschwerk. Okay. Oh. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Oh, eine Voodoo-Puppe. Können wir die nehmen? Nee, ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Können wir hier auch? Können wir ausmachen? Ich glaube, wir müssen hier ausmachen, oder? Was? Ich kann die aber nicht einfach ausmachen. Was? Ich wollte gerade schon sagen, das ergibt nicht viel Sinn, Feuer mit Feuer auszumachen. Das wird auch nicht klappen, ne? Hä? Aber man konnte hier auch, man kann da ausmachen. Ich weiß nur nicht wie. Hallo? Egal. Wird hoffentlich nicht wichtig sein. Schauen wir nochmal weiter, woher die Geruchsspur kommt. Eigentlich müsste... Oh, kommt die vielleicht von oben? Ne, von hier irgendwo. Ich kann aber das Buch hier auch nicht nachschlagen. Oh, kommt die von der Flasche her? Wo zum Teufel ist denn das? Bin schon komplett blemblem. Ah, Moment, vielleicht kommt die Duftspur aus der... Wow. Die Duftspur geht hier runter. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Zum Beispiel einen Talisman. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Um rauszufinden, wo der Geruch kommt. Ja, der Geruch kommt ja von hier unten. Sprich mit dem Baron. Okay, soll ich jetzt zuerst mit dem Baron sprechen oder erstmal hier rausfinden, wo das herkommt? Hol den Sonderling raus! Ich glaube, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Nee, hier ist es nicht. Kommt, der Geruch kommt von hier hinten. Oh. Alles mitnehmen. Wehe, ich krieg tatsächlich auf den Deckel.
aufgeschlossen. Okay, ich habe keine Ahnung mit was, aber... Und hier kommt der Geruch her, glaube ich. Gut. Oh. Erstmal das. Ein Gebet. Ewiges Feuer, dass du unsere Herzen erleuchtest und uns Licht schenkst, gib uns deine Wärme, trockne unsere Tränen, verbrenne unsere Feinde, gewähre deinen Freunden deinen Schutz. Gib meiner Mutter Gesundheit, bestrafe meinen Vater, hilf mir, mein Schicksal zu erfüllen. Ich glaube, die Tochter ist eine Hexe. Oder zumindest sowas in die Art. Vor allen Dingen, gib meiner Mutter Gesundheit, okay, aber bestrafe meinen Vater. Vielleicht ist die Bestrafung, die sie hier die sie hier gebeten hat, dass sie weg ist, beziehungsweise er sie nicht findet. Vielleicht gehen die ganze Zeit hier herum und der ist einfach nur irgendwie blind. Kann auch sein. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Okay. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Also sprechen wir mal mit dem Baron. Es gibt ja sonst offenbar nichts mehr. Ja, ich werde erstmal mit dem Baron sprechen und dann mit Siri. Mir hier Siris Sachen anschauen. Ganz einfach, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir jetzt irgendwo hinlaufen müssen. Und bevor wir das machen, schaue ich mir dann Siris Zimmer an. Außerdem glaube ich nicht, dass die Quest hier einfach aufhört, nur weil... Oh Moment, eine Frage, was ist denn hier? Oder ist hier Ziri... Ja, hier könnte es Ziris Sachen sein. Von daher... ne, eine Ebene drüber. Genau. So, ich glaube, deine Tochter wollte dir was Böses. Sagen wir es direkt so heraus, wie es ist. Na, Suche beendet? Ja, sie sind alle tot. Nee, Spaß. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erwelys? Oh, verdammt, ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ja, der ist sicher. Also ich glaube, du, ich will jetzt echt nichts verallgemeinern und das ist wahrscheinlich wahnsinnig politisch unkorrekt und bla bli blub. Aber irgendwie traue ich Männern wenig, die ganz offensichtlich mehr als das Doppelte von mir wiegen. Die sind meistens oft, gerade vor allen Dingen in Videospielen und den Medien allgemein, so ein bisschen fishy. In mehr als einer Hinsicht. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Okay. Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Okay, kritisieren wir ihn jetzt oder ich... Wobei... Das soll also Triss sein. Ja, jetzt sehe ich es. Seltsam. Sieht genau aus wie sie. Nicht wahr?
Der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, aber sie ist immer noch beeindruckend. Dann hast du ja was in der Hinterhand, wenn es mit Nilfgaard nicht läuft. Okay, ja, das kann man so auch sagen. Warum ist das weg, aber die anderen beiden sind noch da? Egal. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ja, die Frau ist dann ja wohl offensichtlich Kaira. Ich frage mich, ob das jetzt hier anders gelaufen wäre, wenn wir zuerst ihn und dann Kaira gemacht hätten. Ob der uns jetzt zuerst zu Kaira geschickt hätte oder wie oder wann oder was oder wo. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt, er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Ah, der alte Ziegenficker. Finde die Hütte des Weidelehrers. Okay, aber zuerst werden wir hier... Wo ist es? Hier Nebenquests wird es sein, genau. Zieges Zimmer, das möchte ich mir nämlich nicht nehmen lassen. Er ist unter uns, okay. Logischerweise ist sie nicht auf einer Ebene mit den anderen. Wobei sie wahrscheinlich nicht halb so arsche. Ich frage mich echt, ob die jetzt... Wobei, wahrscheinlich hat der Weideler irgendwie der Tochter beigebracht oder sie verzaubert. Also beigebracht, wie man sich rächt und diese ganzen bösen Sachen macht. Oder, wie gesagt, er hat sie verzaubert. Das ist so mein Tipp. Ich weiß, es sind eigentlich zwei Tipps und das sind mehr oder weniger alle Möglichkeiten, die es gibt, aber dennoch. Ciri war also hier. Dann nehmen wir... Achso, hier ist das Lager. Okay. Ja, genau. Ich wollte ja auch noch den hier die Handschuhe tauschen, weil das hier Naschbock ist. Oh, das ist ja verzehrbar. Nice. Hier die ganzen Sachen können wir dann bei einem Händler verticken. Der muss aber wahrscheinlich recht wohlhabend sein, weil das ist der geile Scheiß. Nein. Das wollte ich so nicht. Was ich tun wollte, ist, ich wollte die Handschuhe tauschen, weil, wie gesagt, Kotzbrech wirkt, wenn ich die nur sehe. Hier. Was sind... Wir haben die Handschuhe. Die schauen zumindest nicht ganz so scheiße aus und sie sind nur um eins schlechter. Aber sie schauen zumindest aus wie Handschuhe und nicht so wie überdimensionale Boxteile. Gut, das heißt ja auch Boxhandschuhe, aber... Die anderen schauen halt eher, die schauen aus wie Fäustlinge und das andere sind wirkliche Handschuhe. Wobei, nein, ich mag eigentlich Handschuhe an mir selber zum Tragen lieber. Also komm, hat Geralt auch Handschuhe lieber als Fäustlinge. Bei Fäustlingen kommt es mir immer so vor, als würde halt, als würde ich so nur zwei Finger haben. So, versteht wahrscheinlich keiner, aber naja. Falls jemand genau diese auch so eine leichte Abneigung gegen Fäustlinge hat, kann er es ja gern mal sagen. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Oh, okay. Ciris. Ich will immer Chris lesen, aber es heißt Ciris Zimmer. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Das heißt, sie ist nackt geflohen. Aber das können wir natürlich nicht spielen, wie Ciri nackt flieht. Da müssen wir natürlich nur so drauf kommen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Lies das Buch. Oh, geh zur Küche und sprich mit Gretka. Das werden wir auch tun, aber erstmal. Moment, wo ist denn das? Ist das eventuell als Questgegenstand ausgewiesen? Ist es. An meinen lieben Freunde Philipp und Anna.
Oh, Philipp und Anna, die hier von Graf Laguverne, Kulturminister. Also Anna, und der heißt wahrscheinlich auch Philipp, also okay. Wer da meint, dass sich im Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens gegenüber manifestieren, der irrt. Die Konsequenzen sind schwer vorauszusagen, gravierend und können den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch betroffen wurde. Okay. Vielleicht hat Ciri doch die Finger mit im Spiel. Talisman, Kreisel. Kann ich alles nicht anklicken, leider. Naja, okay. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Dann also hier in die Küche. Gretka, wir haben vorhin eher... Wobei... Tötest du die Monster? Alle? Die kennen uns doch gar... wobei doch, wir sind ein Hexer also. Und Hexer tun nun mal nur eines. Töten Monster also. Zumindest für die große Public. Sie sind quasi wie die Sportler. Oder wie Fußballer. Fußballer, alle glauben ja auch nur... Die spielen einfach nur Fußball. Schwalbe, Schwalbe. Dornengestrüpp. Kann mir das eigentlich wer erklären? Das haben wir schon häufiger von Kindern gehört. Dieses Schwalbe, Dornengestrüpp. Ist es irgendwie ein Übersetzungsfehler? Sollte das irgendwie ein Zungenbrecher sein? Oder wisst ihr da was? Weil das hört sich einfach nur an als... Tötest du die Monster? Als wäre das irgendwie strange. Was die da immer sagen, die Kinder. Wobei, es sind Kinder, also. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Finde ich gut. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Ihr Freund, oh. Wir schauen gleich nochmal hier in den Charakterbogen von Ciri. Vielleicht steht da ja was. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Nackt. Höchstwahrscheinlich. Quest abgeschlossen. Ciris Zimmer, okay. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht. Und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Nackt. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Einen grünen Stein. Und außerdem war sie nackt. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Das hat gerade einfach zu gut gepasst, sorry. Ich weiß, das ist vielleicht Kindergartenhumor, aber naja. Mir fällt gerade auf, mein Stuhl wird hier die ganze Zeit so angeleuchtet von der Lampe. Schaut nicht so nice aus. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Naja. Gut, achso, ja, hier schon. Okay. Neue Quests. Achso, ja, Quest. Herren des Waldes. Nope, hier hinten des Weidelers. Aber es ist heftig. Es gibt hier die Munen vom Buckelsumpf. Dann gibt's Kaira. Dann gibt's hier diesen Weidelers. Es gibt hier 100 Millionen von den... von diesen Typen, die magisch sind. Ich bin schon auf Triss gespannt, wie gesagt. Und wenn wir Triss erstmal getroffen haben, werde ich auch entscheiden, ob wir eher Richtung Yennefer oder Richtung Triss gehen. Das hier werde ich machen. Wir sind jetzt 7. Also...
Und das hier sind alles Sachen, die eher weit weg sind, glaube ich. Das heißt, wir werden... Wobei, ich muss erstmal schauen, wo das überhaupt ist. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Wir haben mehr oder weniger alles getan, was wir tun wollten. Wo ist nochmal der Ausgang? Oh, der ist unten. Okay. Das wollte ich ehrlich gesagt nicht, aber okay. Noch weiter unten? Nee. Wo ist denn hier der Ausgang? Ist er hier? Ah ja, hier. Glaube ich. Ja, genau. Hier, Baron, hast du noch alles? Beziehungsweise hast du noch was zu sagen? Ich höre. Womit kommst du zu mir? Wir können gegen den Gwind spielen. Aber Moment, wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Aber wir spielen definitiv Kleino mit dem Gwind. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot. Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr. Und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort. Sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Das ist eine gute Rede. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern geb ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Gut, dann wird's Zeit für Gwind. Schon mal Gwind gespielt? Oh ja, ich gewinne auch noch meistens. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Wie klingt das? Wahnsinnig verlockend. Kann losgehen. Wir verlieren 100 Pro, aber egal. Hier alle Karten, Karten im Satz, Kartensammlung. Moment, aber... Wir haben noch Karten gekauft bei dem Typen, oder? Wir haben bei dem Typen noch Karten gekauft, oder sind die schon hier drin? Vielleicht sind die schon hier reingewandert. Vielleicht, ich weiß es nicht. Oder war, haben wir eine Anführer? Wie entferne durch hervorgerufene Wetterhilfe? Wie kriegt man denn die Anführerkarten? Ach, das wird eine dieser hier, wie der jetzt gerade gesagt hat, so, man muss gegen einen bestimmten Typen spielen, der wahrscheinlich einigermaßen gut ist, und dann bekommt man eine Karte. Na gut. Achso, nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Was haben wir jetzt gemacht? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Egal, wir gehen weg. Beziehungsweise, wir gehen weiter. Machen. Challenge. Ja, ist es vielleicht wirklich. Lege eine Karte ab und ziehe zwei neue. Ja, mit demselben Namen ist schlecht. Und hier eine einfache Karte ist auch eigentlich nicht gut. Na gut. Aber wir haben schon einigermaßen viele Fünfer drinnen, also ist nicht schlimm.
Ich mag es eigentlich nicht, wenn ich anfange, aber wir fangen mal mit einer Easy-Karte an. Wenn du Nahkampf willst, dann machen wir Nahkampf. Fernkampf gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber Belagerung kannst du haben. Ja, alles Fernkampf hilft dir nichts. Wobei, wir haben keine Fernkampfgleiche mehr. Egal. Wähle eine Karte aus dem Ablagestapel und spiel sie sofort aus. Nee, das ist aktuell nicht gut. Ich würde sagen, wir passen. Er hat zwar deutlich mehr Karten, aber er muss jetzt erstmal 7 legen und das wird er nicht in einem Zug schaffen. Und er macht uns auch noch stärker, also dafür kriegt er jetzt Karten, wie Sau. Das ist irgendwie nicht so nice. Was, der zieht noch eine Karte? Willst du mich verarschen? Hier, Karte aus dem Ablagestapel. Ziehe ich direkt. Was? Nein! Ich dachte, ich muss das auswählen erstmal. Hab X gedrückt, aber da ist das auf einmal aufgeploppt. Ich dachte, das wird nicht automatisch ausgewählt. Und ich musste jetzt hier auf den Stapel klicken und... Oh, fuck my life. Jetzt habe ich natürlich eine Fuck-Karte gespielt. Aber ich muss jetzt versuchen, die irgendwie zu spielen... Irgendwie das hinzukriegen. Ja, genau. Gegner passt. Ich glaube, du hast schon gewonnen, mein Freund, oder? Belagerungskarten. Ja, nein, ich wollte hier noch die... Ich wollte noch die Königs. Aber wir haben immer kein Geld verloren. Bei dir sind Topfen und Malz zwar nicht ganz verloren, aber du musst an deiner Technik arbeiten. Komm doch mal wieder vorbei, dann spielen wir noch... Ja, komm mal, kannst du gleich haben, du Pisser. Ich will gegen den Gewinn. Ich höre. Womit kommt... Ich will Gewinn spielen. In Stimmung für... Go, go. Kann losgehen. Haha, ist gar nicht lustig. Ich hatte ihn fast und dann... Dieser eine scheiß technische... Fuck. Okay, wir schauen übrigens mal, dass wir dichten... Also, dass wir auch klirrende Kälte einmal dabei haben. In petto. Und so ganz gewöhnliche Karten, also so... Richtig scheiß Karten wie das hier. Das hier brauchen wir gar nicht. Das hier ist auch nur 2 von derselben. Wobei, 2 von derselben, wenn ich davon tatsächlich 2 habe, dann okay. Aber das hier, eine 2er normale Karte, braucht keine Sau. Ich glaube, man sollte die Schwachen einfach komplett wegmachen, damit man jetzt hier möglichst nur gute hat. Hier, alle Einheiten in der Reihe ist gut. Mit demselben Namen. Ja, das ist besser. Und die andere... Wir haben keinen... Doch, wir haben einen guten Nahkampf. Ja, komm. Ja. Wir haben aber 2 von den 4er-Karten. Die sind auch schon wie Assassin's Creed. Ist es nicht? Stärke beider Karten zu verdoppeln. Dann legen wir mal die beiden. Dann haben wir richtig geilen Nahkampf jetzt. Alter, der hat aber 8er Karten. Willst du mich irgendwie verarschen? So. Und das
zeigst du mir jetzt erstmal, wie du das easy... Was ist das für ein Typ? Das sind die Leute, die schummeln. Das sind Schummler, 100 Pro. Kann ich nie anders sagen, das sind Schummler. LOL, ja lol, genau, what the fuck? Hör mal, einfach instant alles platt. Weißt du, fuck you. Dann nehme ich jetzt hier auch Katapulte. Jetzt bin ich hier zumindest ein bisschen breiter aufgestellt. Ich werde jetzt nicht passen, bevor ich nicht deutlich mehr vorne bin. Was macht das? Fernkampfeinheiten. Da ist er aktuell vorne. Aber wir haben fast nur noch Fernkampfeinheiten, also nehme ich auch mal die. Jetzt ist er definitiv vorne. Dann nehmen wir nochmal Belagerung. Ich werde jetzt alles hier in die erste Partie stecken. Es ist fucking egal. Okay, das muss ich jetzt unterbinden. Wehe, die 10 werden jetzt genau. Die werden nur zu 2. Nice. Der Gegner passt, finde ich gut. Ich habe weniger Karten, das heißt, ich sollte jetzt ziehen dürfen, oder? Hoffe ich mal. Was? Kein... Irgendwie... Ich ziehe. Zumindest. Wenn er jetzt Fernkampfblock hat, bin ich natürlich am Sack. Oh, scheiße. Also er kann jetzt nicht passen, er ist in Zugzwang. Und jetzt muss er seine zwei Karten legen und ich muss beten, dass er nicht mehr als 10 machen kann. Oder mich ficken. Okay, okay, okay. Das 1er-Karten verdoppeln ist nice. Okay, werden die jetzt vielleicht 4. Okay, nice, aber wir haben trotzdem gewonnen. Gib mir deine geile Karte, du mieser Penner. Obwohl dieses LOL war, genau. Obwohl dieses Hurenkind mir einfach mal so 2 Karten weggefickt hat, habe ich es trotzdem geschafft. Das ist Skill. Und es muss vielleicht bei der ersten... Du hast gewonnen. Ein Mann zählt nur so viel wie sein Wort. Da hast du die Karte. Ich fürchte, in Wählen findest du nicht viele würdige Gegner. Der Bootsbauer in Erzdorf könnte einer sein. Außerdem gibt es dann noch einen alten Wahrsager östlich von hier. Bei der Windmühle, so viel ich weiß. Und dann ist da noch dieser Junge. Nicht gescheiter als eine alte Mähre. Aber Karten spielt er teuflisch gut. Ich weiß nicht, ob du dem schon gewachsen bist. Okay, Gewinnspieler in Wählen. Achso, ja, okay. Nee, brauchen wir nicht unbedingt. Ich musste so lachen, als er dich verfackelt hat. Das ist aber auch ein Kack-Move. Achso, wir wollten schauen, wo hier die ganzen Sachen überhaupt sind. Erstmal aber raus. Hier. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Hallo? Weltkarte? Wo ist der Ausgang? Da lang? Ach, okay, hier. Oh, ich sollte vielleicht einfach den kleinen Punkten folgen. Oh, es regnet. Wow. Ist ja nicht so prickelnd, aber okay. Jetzt schauen wir zumindest mal, wo die ganzen Quests sind. Das ist jetzt hier die Hütte des Weidelers, okay. Das ist ganz in der Nähe hier, weil hier war ja Kager Metz. Ne, hier ist Banditlager. Wo waren Kager? War die nicht sogar hier? Chemiezutaten Erwerbung. War das nicht? Ne, die war hier, genau. Die. Hier, ne. Keine Ahnung. Ne, hier war die nicht hier. Die war hier unten. Genau, die war ja bei Mittelhain. Das hier war Kager.
Okay, okay, das ist eine Nähe von Schwarzzweig. Mono vom Buckelsumpf, wo ist denn das? Ah, nein, falsch. Die sind, glaube ich, irgendwo im Süden gewesen, oder? Hallo? Finde die Mumen vom Buckelsumpf. Ah, hier, okay. Okay, also das ist dann doch schon irgendwie wo ganz anders. Und vor allen Dingen, das geht ja immer noch in die Richtung, ich würde sagen. Moment, das wilde Herz, war das in der Nähe von einem Schnellreisepunkt? Schaue ich gerade mal. Ja, das war ja easy, direkt neben dem Schnellreisepunkt. Da würde ich sagen, zum Ende dieser Folge, falls ich den Schnellreisepunkt hier finde, werde ich nochmal ganz kurz meine Waffe hier... Moment, wo ist hier der Waffenschmied? Keine Ahnung. Hier Gegenstand aufgewertet. Hier ist kein Schmied. Ach so, hier ist der Schmied. Warum brennst du das durch? Das wird ein neues Modell. Aus zwei Teilen. Schmied? Schon wieder in dich gefahren. Wart doch mal ab. Oh, bist du der Schmied, oder was? Wie kann ich helfen? Du bist der Schmied, oder? Hier, Meisterschmied. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung Was? Nein. Fertigt, in bester Nein. Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Ginge das denn? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Ja, logischerweise. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Okay. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal ins Geld. Was dauern? Was Lebt dauern wohl. Wird? Aber ich will halt. Ich will ja eigentlich, dass du mir die Waffen reparierst. Wie kann ich helfen? Deswegen bin ich eigentlich gekommen. Oh, apropos. Ich würde mir gerne dein Angebot. Aber habt ihr nicht gesagt, man hier, wenn ich jetzt Sachen verkaufe, im Sinne von. Oh, der hat nicht. Doch, der hat viel Kohle eigentlich. Plätze, Tränke, Bomben, nee. Achso, ich kann bei dem diese ganzen Sachen gar nicht verkaufen. Doch, die Goldringe kann ich verkaufen. Na komm. Genauso wie hier das. Das nehme ich mal nicht. Gut, Handwerk. Reparieren, genau. Damit wir bei dem Wolf auch möglichst gut Schaden machen. Alles, was ausgerüstet ist, reparieren. Also gut, die Rüstung wäre jetzt vielleicht nicht so ganz notwendig, aber... Ja, die machen mich halt immer arm. Ja. Handwerk. Handwerk, Zutaten. Achso, ich kann hier, aber ich... brauche die ja eigentlich aktuell nicht. Nur Schwerter wäre natürlich. Oh, ein Ründchen gewinnt, aber wenn wir... Leb wohl. Wenn wir in einer Ewigkeit wiederkommen, wenn wir mal auf Skellige waren. Komm.
Jetzt würde ich sagen, zum Ende der Folge versuchen wir noch einmal den Werwolf. Moment, bin ich jetzt schon an dem Schnellreiser vorbeigelaufen? Ich glaube schon, oder? Ne, es ist noch deutlich weiter. Okay. Aber wenn wir schon hier sind, können wir auch ganz kurz hier den Handwerker... Das ist echt ein breiter Weg, den man hier zurücklegen muss zum blutigen Baron. Hier ist wieder das Fass. Ja, komm. Wie wär's, wenn du die Fresse hältst und ich dir was verkaufe? Zeig mir. Ich hoffe, du hast schon wieder Geld. Hast du nicht. Nice. Ich kann dir einen von denen verkaufen. Und jetzt nichts mehr. Ja, doch, Kerze. Kann der sowas verkaufen? Oder hier... Nee, das ist gar nicht. Fuck, ich kann der... Nicht genügend Geld, der hat jetzt gar nichts. What the fuck? Ja, dann verpissen wir uns. Leb wohl. So ganz abfällig hier. Also leb wohl. Na gut. Die Verbesserung hier auf der Waffe ist sogar noch drauf. Also will ich es vorbei... nee, jetzt komm, es ist... Ich habe gerade gedacht, es ist erst ganz kurz nach 22 Uhr, aber es ist schon fast... Es ist wirklich schon sehr knapp an halb, also, ja gut, es ist mehr an halb als an Punkt zumindest. Deswegen würde ich sagen, ich reise jetzt hier nochmal schnell, speichere gleich. Ah ja, und übrigens, kann mir irgendjemand sagen, falls ihr es wisst, woran es liegen könnte, was, ich kann jetzt nicht speichern. Nein, hier. Doch. Ich kann speichern, wenn ich will. Kann mir irgendwer sagen, falls es wer will, weiß, warum, wie gesagt, wenn ich nicht da bin, mein PC sich einfach abschaltet und hochfährt und dann ist alles wieder, alle Programme sind normal geöffnet und so, YouTube spielt, wenn ich hier Internet aufgehabt habe, aber ich weiß halt nicht, warum. Ist es Windows-Update? Ich weiß es nicht. Falls jemand da eine Idee hat, gerne jetzt sagen. Karma. Ich glaube kaum, dass Karma PC ausschalten kann. Also, Karma wäre ein bisschen sehr OP, wenn es das schaffen würde.